Der Senatsausschuss hört jetzt Jacob Lawson, Climate Chief Coordinator der ISS. Ich bitte zu protokollieren, dass der Erschienene fast eine Stunde Verspätung hat. Ja, tut mir leid. Ich musste buchstäblich aus dem All einfliegen. Dank diesem Satellitensystem gehören Naturkatastrophen der Vergangenheit an. Wir können unser Wetter kontrollieren. Mr. President, einer unserer thermosphärischen Satelliten hatte über Afghanistan eine Fehlfunktion. Was also schlagen Sie vor? Wir schalten alle Satelliten ab. Ich muss hier niemanden daran erinnern, wie viele Menschen durch Klimakatastrophen gestorben sind. Ich wünsche keine weiteren Vorfälle. Musst du schon wieder ins All? Ich komm doch wieder, versprochen. Gute Reise, Sir. Und fassen Sie nichts an. Haupttriebwerk gestartet. Das ist Mr. Jake Lawson. Der? Jake Lawson? Sie sehen viel älter aus, als ich gedacht hätte. Ich meine, Sie sehen gut aus. Bin ich jetzt gefeuert? Mein Zugang ist blockiert. Ein Satellit kann mal schlechten Empfang haben. Nicht ein Satellit. Alle. Das war keine Fehlfunktion. Das war Absicht. Es kann weltweit zu katastrophalen Wetterereignissen kommen. Ein Geostorm. Wir müssen das System abschalten. Der Einzige, der die Killcodes hat, ist der Präsident. Du musst mir helfen. Sie setzen eine Secret Service Agentin unter Druck? Ist das ein Witz? Wir entführen den Präsidenten in einem selbstfahrenden Taxi? Jake, wenn du es nicht schaffst, schafft es keiner. Drei. Zwei. Wir gehen Hochverrat, ist Ihnen das klar? Hochverrat, oh ja. Ich entführe den Präsidenten, stehle Staatsgeheimnisse. Habe ich was vergessen, Schatz? Schatz? Festhalten! Heiraten Sie sie.